rechts steht ein Auto mit einem Typen drin. Wollt ihr den Blick sehen? Oh Gott, da sind vier Typen drin. Dann kann man hier ganz entspannt das Fenster runter machen. Jetzt gönnt euch den Sound. Und jetzt gibt's erstmal schmackhaft Kickdown oder der Zick. Ab zu den Prostituierten. Hallo Freunde, wie geht's euch? Ich komme gerade frisch von einer Party. Ich glaube, wir haben es mittlerweile 4:15. Vielleicht sieht man es mir auch ein bisschen an. Ich habe aber trotzdem Bock, ein kleines Reaction-Video heute noch aufzunehmen. Ja, ich habe schon 1, 2 oder 15 Bierchen intus. Leute, trinkt niemals Alkohol, ist scheiße, schadet eurem Körper. Aber ich habe heute, bevor ich auf die Party gegangen bin, so ein geiles Video gesehen und ich dachte mir, hey, bevor ich es morgen vergesse, drehe ich dieses Video noch für euch. Es kann passieren, dass ich ein paar Mal mich versprechen werde, aber juckt auch keinen. Deswegen würde ich sagen, ich setze meine Kopfhörer auf und wir schauen uns heute zusammen noch ein kleines Reaction-Video an. Ich weiß nicht, ob das auf meinen Kanal passt. Ist mir aber egal, weil ich habe Bock drauf und dieses Video ist so lustig. Es geht heute wieder um Motovlogs, beziehungsweise ich reacte über Moji oder über Moji sein Video. Ihr kennt ja hoffentlich Moji, wenn nicht, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ich würde sagen, Leute, ich setze die Kopfhörer auf und wir schauen uns heute so ein geiles Video an. Ohne Scheiß, ich habe vorhin Tränen geheult, weil das Video so lustig ist. Das erste Mal hier mit den One Audio A70 Kopfhörern. Normalerweise nehme ich ja immer diese Kopfhörer her. Das sind meine alten Apple Kopfhörer. Ich glaube, die habe ich jetzt auch schon 5 Jahre. Ist ja scheißegal. Mir geht es irgendwie ein bisschen dreckig, aber ich habe so Bock, dieses Video mit euch zusammen anzuschauen. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt diesen genießt dieses Video, genießt diese Reaction. Wir starten. Let's go. Oh Gott, da kommen betrunkene Jugendliche. Verdammte Scheiße. Erstmal Auto absperren. Also Leute, das Bild sieht doch gar nicht so scheiße aus. Das ist jetzt ein bisschen komisch angeschaut. Also ihr habt hier einen Livestream damals gestartet und hat das auf seinem Zweitkanal hochgeladen. Er sitzt hier gerade in seinem AMG. Geiles Teil und verdient ohne Scheiß, weil er hat in einem Video mal gesagt, so, also beziehungsweise er ist zur Schule gefahren, zu seiner alten Schule in einem Livestream und hat gesagt, Leute, jetzt mal Real Talk. Damals in der Schulzeit war er jetzt nicht der beliebteste und alle haben zu ihm gesagt, sowohl Schüler auch als Lehrer, er würde nie was auf die Beine bekommen und jetzt ist er ein erfolgreicher YouTuber, verdient damit sein Geld, finde ich sehr, sehr geil und hat sich mit seinem eigenen hart verdienten Geld jetzt einen AMG gekauft und ich muss jetzt einen Schluck Wasser trinken, weil mir geht's echt beschissen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video jemals hochladen werde, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen lustig, oder? Oh, scheiße, Digga. Da sind gerade 4 betrunkene Jugendliche an meinem Auto vorbeigegangen. Also, Leute, ich würde sagen, die Kameraperspektive passt, oder? Live aus dem AMG nehmen wir den Stream. Okay. Maschallah. Also eins in Chat, wenn alles passt, Leute. Ist doch ganz nice, oder? Ich habe hier meinen Rucksack vor mir, Digga. Ich sehe aus wie der größte Spasti, den ihr in eurem ganzen Leben jemals gesehen habt. Er hat auf Instagram gesagt, er hat über 1.300 Euro, glaube ich, ausgegeben. Nur für seine Zuschauer, damit er livestreamen kann auf seinem Motorrad. Und heute, beziehungsweise dieses Video, ist sein erstes Livestream-Video aus seinem AMG. Und jetzt gönnt euch mal den Sound. Ohne Scheiß, ich habe schon viele Autos gesehen und viele Autos gehört, aber dieser Sound ist sowas von Zucker. Dann habe ich noch so Kabel seitlich an meinem Kopf hängen, Digga. Das ist einfach nur wirklich komplett für den Sack. Also, no joke, das ist komplett für den Arsch. Egal, wir machen das jetzt trotzdem scheiß drauf. Ich werde jetzt mal kurz Tayo anrufen, dann schauen wir mal, wo wir jetzt gleich hinfahren, okay? Also, ich muss hier kurz die Kamera zuhalten. Yo. Yo, was geht ab? Bist du noch im Gym? Nein. Bist schon zu Hause? Ich parke hier gerade und dann gehe ich hoch. Ja, warum? Ja, okay, wo willst du dich treffen? Wo bist denn du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt im Auto. Ich sehe richtig geil aus. Wirst dich nachher freuen. Kennst du... Warte mal. Also Tayo ist so sein bester Bro. Bisschen weiter weg von mir. Kennst du den Kreilers? Nee,
Mann. Oh mein Gott. Oder wir treffen. Ja, lass Algu treffen, Digga. Lass einfach Algu treffen. Ey, Digga, ich brauch schon ein bisschen bis dahin, Digga. Ich geh jetzt sehr schnell hoch, Alter. Ich muss mir jetzt eine Maske holen und dann andere Jogginghose. Ja, das passt schon. Das passt schon. Dann lass so, ich wäre so, keine Ahnung, 10 Minuten da, 15 Minuten. Ja, Richtung 20. Ja, passt, bis gleich. Schreib mir ja, einfach, hey, oder ruf mich an, wenn du losfährst, okay? Gott, Digga, ey, okay. Ja. Okay. Hi, Diala. Hi, Dichu. Mach schon mal das Aggregat an. Das Aggregat? Ich leg das Handy jetzt weg. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Und wir fahren jetzt los. Rein so in den Straßenverkehr. Geilen Digga, Kickdown. Dass ich so eine Scheiße schon wieder mache, das ist einfach nur traurig. Wir haben es 3 in der Nacht und ich sehe aus wie der größte Vollmongo, Alter. Also so wie ich jetzt gerade aussehe, so scheiße sah ich schon lange nicht mehr aus. Hallo an alle Leute, die hier gerade am Start sind. Bruder. Mann, ich würde so gerne selber streamen, aber mein PC packt es leider nicht. Mann, ich hätte so Bock, ohne Scheiß, solchen Streams oder von hier, vom Studio aus, ein paar Livestreams zu starten, aber geht einfach nicht. Schade. Ich muss mir einfach einen neuen PC holen, hilft nichts. Aber das wird leider noch ein bisschen dauern. Schade. Schmackiges Aggregat. An alle Leute, die hier gerade am Start sind und nicht wissen, was hier abgeht. Hi, ich befinde mich gerade in meinem Auto. Das ist mein erster Stream aus dem Auto heraus. Oh, ich kann schon wieder nicht reden, Alter. Das ist mein erster Geht's wie Stream mir? Aus dem Auto heraus. Vor allem aus dem Auto heraus, Bruder. Das ist mein Deutsch ist doch einfach so am Sack. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier alles so wird. Setup ist auf jeden Fall on fleek, Bruder. Ich sehe echt... Würde ich mich selber so sehen, ich würde mir auf die Fresse hauen, glaube ich. Ja, normalerweise streamen wir immer vom Motorrad. Heute ist es halt das Auto. Ist doch auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Ist irgendwie ein bisschen gay, dass ich den Chat jetzt nicht lesen kann. Aber alles easy bis jetzt, Leute. Alles easy. Und nicht vergessen, die Hände immer auf 11 und 14 oder 15 Uhr stellen beim Autofahren. Damit ihr auch sicher unterwegs seid. Also der Plan ist jetzt, wir treffen uns gleich mit Tayo. Ich werde ihm mal einfach so ein bisschen entgegenfahren. Vielleicht können wir ihn ja abfangen. Wir werden gleich einen schmackigen Soundcheck machen. Da kommt eh gleich ein Tunnel. Ah, fuck, Tunnel, Digga. Tunnel ist ja eklig, oder? Was halt auch richtig gay ist, ich weiß es nicht mal, wenn der Stream irgendwie leckt oder so. Also ich kann es ja jetzt nicht lesen. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Aber wenn Tayo jetzt mitfährt gleich, dann haben wir eigentlich gar kein Problem mehr. Weil er mir dann den Chat vorlesen kann und wenn irgendwas ist, kann er es mir ja sagen. Digga, dann sitzt einfach ein Typ mit einem Stirnband und einer Kamera plus einem Rucksack auf seinem Bauch neben einem Typen, der eine scheiß Maske auf hat im Auto. Mochi und Tayo, also sein bester Bro, wollen ihr Gesicht nicht zeigen, ist auch vollkommen okay, aber wartet mal ab. Es ist so geil und deswegen drehe ich diese Reaction, weil es einfach so geil aussieht. Ohne Scheiß. Ich habe vorhin so geheult vor Lachen, weil es einfach viel zu geil war. Ah, und mir geht's so scheiße. Es ist doch schon wieder ein Tag, den werde ich garantiert nicht meinen Kindern erzählen. Was aber auch sehr schön ist, kann endlich wieder Auto fahren. Also der Krüppel kann wieder sich mit dem Auto bewegen. Ist auch echt schon besser geworden. Also an den Knien merke ich fast gar nichts mehr jetzt von meinem Unfall. Nur noch an der Ferse eigentlich. Also Sprunggelenk ist halt ein bisschen gefickt. Deswegen ist es ein bisschen ätzend, mit der Ferse aufzutreten. Aber das wird auch die nächsten Tage besser werden, denke ich. So, wir werden jetzt einfach gleich in den Tunnel fahren, oder? Soll ich in den Tunnel fahren? Ich weiß nicht. Nee, wir fahren nicht in den Tunnel. Das ist total dumm, Digga. Wir fahren nicht in den Tunnel. Ich wollte euch eigentlich nur einen Soundcheck geben. Aber in den Tunnel fahren wäre jetzt irgendwie nicht so schlau. Ich werde jetzt gleich links fahren. Hier rechts steht ein Auto mit einem Typen drin. Wollt ihr den Blick sehen? Oh Gott, da sind 4 Typen drin. Man sieht Verdammte einfach gar Scheiße, nichts. Alter. Doch, da sieht man ihn. Was die wohl denken. Zum Glück habt ihr die Blicke gerade nicht gesehen. Ihr habt sie ja gesehen, die Blicke. Habt ihr die Blicke gesehen, Leute? Also wir fahren, das Auto ist ganz gemütlich warm. Und dann gibt es mal ein paar Soundproben, okay? Ganz entspannt, Leute. So, Leute, der Motor befindet sich auf einer Temperatur von 77 Grad. Das heißt, man kann jetzt hier ganz entspannt... Moment, ich biege hier kurz ab. Man kann jetzt mal langsam hier ganz entspannt den Sport Plus Modus reinklatschen. Ihr seht es hier, Sport Plus. Dann kann man hier ganz entspannt das Fenster runter machen. Jetzt gönnt euch den Sound. Und jetzt gibt's erstmal einen schmackhaften Kickdown oder Zick. Hat man das überhaupt gehört? Shit, Alter, das ist so ein sexueller Sound, Bruder. Oh Gott, das ist hell, Alter. Oh nein! Es ist so geil jetzt. Es ist so geil. Moin! Jetzt müsst ihr genau aufpassen und zuhören. Es ist...
Es wird so lustig. Na, du alte Landratte. Blendend. Wie sehe ich aus? Hast du den Stream geschaut oder was? Nee, ich fahre gleich zu einer Freundin. Ach, zu einer Freundin fährst du oder was? Ihr müsst mal überlegen. Es ist draußen dunkel. Es fährt einer mit dem Bike zur Allgut, also zur Tankstelle in München, zur Allgut. Weil Moji hat ja gerade live gestreamt oder streamt gerade live in diesem Video. Und er ist zur Allgut gefahren, also zur Tankstelle, weil er Moji sehen wollte oder mitbekommen hat, dass er jetzt zur Allgut fährt. Ich hoffe, ihr kommt noch ein bisschen mit. Und Moji fragt ihm, was er hier macht und er sagt mitten in der Nacht, ich fahre noch zu einer Freundin. Und jetzt passt auf. Ja, so einer bist du also. Ja. Young Fresh Playboy, sage ich da nur. Wer fährt bitte nachts mit dem Motorrad noch zu einer Freundin? Es ist so geil. Aber es wird noch besser, Leute. Es wird noch besser. Rein in die Olgi. Rein in die Olgi. Jetzt kommt der Nächste. Was geht denn hier schon wieder ab um 3 in der Nacht an der Allgut, Alter? Ich hab Angst. Ich dokumentiere mein Leben. Heiner? Nein, warte mal. Er macht Pornos. Also er, der hier, er ist sich unsicher, weil er weiß nicht, ob das jetzt Moji ist oder irgendwer anders. Fake-Taxi. Du weißt, was abgeht, Alter. Fake-Taxi. Das ist doch nicht Moji, oder? Nee, ich bin Tayo. Moji kommt gleich. Tayo ist doch schwarz. Ja, ich bin Moji, was geht? Nein. Bist du zufällig hier, oder was? Ach krass. Ja geil, Alter. Was machst du um 3 Uhr morgens? Okay. Jetzt mal von 1 bis 10. Wie scheiße sehe ich aus? Ja, es hält sich in Grenzen. Ich hätte schlimmer erwartet. Nee, ich meine es nicht mein... Ich meine es nicht mein Gesicht. Ich meine eigentlich die Kamera auf meinen Kopf. Oh, scheiße, Digga. Junge, schaust du scheiße aus. Digga, sag der Richtige. Komm mal hin, Alter. Keine Ahnung, auf dem Strich oder so. Also sein Bro, der Tayo. Okay, also jetzt, Tayo ist am Start. Jetzt hey, passt auf, Leute. Ich hab euch lieb. Ich hab so geheult vor Lachen. Ohne Scheiß. Ich hab so geheult. Dich besonders. Dich auch. Steig ein, mein Lieber. Ey, du musst jetzt gleich den Chat lesen, wenn ich fahr, Digga. Es ist so geil. Ich schwör, mit der Maske sehe ich gar nichts. Scheiße, Mann. Junge, schaust du scheiße aus. Die Cap hast du halt an, weil es cool aussieht, gell? Ich hoffe. Das ist echt katastrophal, was hier schon wieder abgeht. Wie sehe ich eigentlich aus? Okay. Ich seh halt echt nichts. Ich kann gar nichts lesen. Schub nämlich hier an, Mann. Wenn ihr jetzt geblitzt werdet, das wär, Digga, stell dir vor, ich werd so geblitzt. Das wär so geil. Cringe it in. Okay, also warte, ich mach mal kurz nochmal ein Liedchen an. Ja, kann man diese Dinger kaputt machen? Geht das? Ja, safe. Jetzt lass mich überlegen, Digga, wo fahren wir hin? Leute, schreibt mal rein, wo wir hinfahren. Ja, okay, Digga, ich weiß, wo wir hinfahren. Oh Gott, wohin? Und ist auf den Strich. Ab zu den Prostituierten! Ja, Digga, aber weißt du doch, wo die Straßenstriche in München sind? Nicht! Kannst du mal aufhören zu rülpsen? Ah, du kleiner Keck, Alter, fahr doch normal! So ein geiler Sound. Digga, was bist du für ein Keck? Du bist so eine Missgeburt, Alter. Die sahen so aus, als würden die uns abstechen, wenn wir die anschreien. Ah. Ja, Digga, ich würde sagen, lass es zu mir, oder? Nach Hause? Ja. Na, bitte, ich glaube, das war's auch essen, schon. Digga. Ja. Hunger, sein Vater. Was willst du denn essen? Keine Ahnung. Sushi, Digga. Was? Digga, es ist 4 Uhr morgens. Jetzt ist hier gesperrt, Alter. Ich krieg einen Flipper. Willst du zum Maggie oder was? Lass mal Chicken Nuggets so. In viele holen. Boah, Alter, dieser Sound, Ding, Mann. Pizza machen bei mir. Ach so. Ja. Nee, Digga, sonst setz ich dir das weg, Alter. Scheiß drauf. Nee, alles gut. Digga, wie ein Mensch soll er fahren, Alter. Wie ein normaler. Junge, Autobahn einfädeln, Alter. Du hast immer noch Fernlicht an, du Keck. Nee, hab ich nicht. Doch. Das ist automatisch, du Keck. Aber? Ja. Du Keck. Sorry, du scheiß Model, Alter. Ah! Da ist der Keck da. Ja. Vollgas, geht nicht. Ist Ding, gell? Ist begrenzt. Begrenzt gerade. Doch, Fernlicht ist an. Ja, jetzt ist aus. Digga, was ist das für... Wenn Tayo Asiate wäre, wäre er Asiate. Ist so was trocken. Zum Fick? Tayo, ist Moji hässlich? Yep. Ja gut, also dass ich das mir von dir sagen lassen muss, ist echt sehr traurig, Digga. Dass du dich nicht schämst. Ich schäme mich nicht. Findest du bist hübscher als ich? 0,3% ja. Das ist so eine Lüge, Alter. Du siehst aus wie mein Fuß. Digga, du siehst... Ja, okay, das kann ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber du siehst aus wie mein Arschhaar. Wie dein Arschhaar? Ja. Okay. Ist Tayo hässlich? Tayo ist hässlich wie die Nacht. Leute, das war's heute.
mit dieser kleinen Reaction. Wie gesagt, es ist kurz nach 4, beziehungsweise schon fast 4:30 in der Nacht oder in der Früh. Ich bin ein bisschen am Arsch. Ich hoffe trotzdem, euch hat diese kleine Reaction gefallen. Wenn ja, gibt's mir gerne einen Daumen nach oben. Jetzt ist ja bald Wiesnzeit, also Oktoberfest in München. Und da wollte ich ja eh noch einen Motorvlog drehen. Muss ich mal schauen, ob ich das zeitlich noch schaffe, aber ich glaube schon. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Ich glaube, ich werde noch ein Video drehen. In diesem Sinne, Leute, ich melde mich jetzt ab. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Macht Musik. Schickt mir eure Demos, eure Remixe, whatever. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und jetzt gibt's erstmal schmackhaft Kickdown oder Tick.